Mann, 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 Mann. So, ein Dreck. So. Der Typ, der da oben ist, ja, der wird jetzt erstmal schön ausgeschaltet. Weil der geht mir voll auf die Nerven. Tschüss. Und hier ist Geld. So. Elfenbein. Oh, Elfenbein dürfte recht viel Geld bringen, glaube ich. Elfenbein ist ja echt so... Ja. Das könnte schon was sein. Das Problem, was ich hier eigentlich gerade sehe, ist, dass wir noch eins nach oben müssen. Sonst kommen wir hier nicht hoch. Das ist echt blöd gemacht, aber hey, wir sollen ja auch keine einfachsten Aussichtspunkte haben, sondern vernünftige Aussichtspunkte, die man sich auch erst erkämpfen muss. Ja, erkämpfen ist das richtige Wort, würde ich sagen. Aber hey, wir waren schon fast oben, also wenn man einmal unterwegs ist, ist das auch nicht mehr das Problem. Allerdings, wenn man dann beschossen wird, ne, haben wir ja gesehen. So. Ich muss sagen, dann haben wir eigentlich schon mal einen recht großen Teil hier erkundet und das ist in so einer halben Stunde. Finde ich, ist in Ordnung. Schön. Geld kriegen wir nicht. Eine Bank können wir uns wahrscheinlich nicht kaufen. Aber wir könnten uns natürlich den Tunneleingang und den Arzt holen. Und danach geht es weiter zu diesem Borgia-Turm. Dann geht es zu dem hier. Und dann machen wir vielleicht noch den Aussichtspunkt hier und den Borgia-Turm. Und dann fangen wir mal an mit den Missionen, würde ich glatt behaupten. Ja, dann haben wir recht viel erkundet, sind hier in der Stadt Rom wirklich sehr offen unterwegs, können hier sehr viel machen. Haben wir somit kein Problem. So, zuerst der Tunneleingang. Ja, die Bank können wir uns eh nicht holen, aber naja. Ich glaube, da kostet jeder Tunneleingang 350. Das ist jetzt nicht so die Welt. Und ich meine, klar, wenn man sich summiert am Ende, dann sind's... Ja. 6200 oder so. Auch Wurst. Auf jeden Fall nicht so viel Geld, was man da ausgibt. So. Rund 300 Meter jetzt noch. Geht mir aus dem Weg. Ihr habt Beutel an euren Taschen dran, ja? Wo man Geld sehen kann, theoretisch. Also lasst mich in Ruhe. Ja, dann sei nicht hier, sondern bei deinem Vater. So, fertig. Mann. Unmöglich sowas, oder? Unmöglich. Geht weg. Mann. Immer diese Bettelei. Reicht doch, wenn wir das immer machen. Nein, wir betteln nicht, wir töten. Okay, das hört sich jetzt gerade nicht viel besser an, aber naja. So, sind wir jetzt fast da. Läuft. Ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich mal Geld eingezahlt. Ist dann zwar nicht die Welt, aber immerhin ist es ein bisschen Geld. Das hat sich gereimt. Ich sag auch einfach, diese Wege können wir ja ruhig gerne laufen. Weil es ja einfach zum Spielen dazugehört. Ich meine, wer erkundet nicht erst gern seine Umgebung, um dann halt nachher bessere Möglichkeiten zu haben, taktisch besser vorzugehen, um auch zu schauen, wo kann ich herrennen, bei einer Flucht zum Beispiel. Das ist immer sehr wichtig. Schwierigkeit 3. Okay. Das ist jetzt auch nicht gerade niedrig. Wo ist der Hauptmann, ist die Frage wohl eher. So, da ist irgendwo der Hauptmann. Da ist einer. Ist hier irgendwo einer? Scheinbar ist hier drüben drauf einer. Den kann ich ja schnell wegmachen. Mal schauen. Ist hier sonst irgendwo einer? Nee, sonst ist hier keiner. Okay, dann ist der schon mal weg.
Aber ich muss aufpassen, der rutscht ja jetzt runter. Das heißt, wir müssen ihn erstmal hier wegmachen. Weil sonst würde ihn ja auch noch jemand sehen und das kann ich nicht verantworten hier. So, der ist irgendwo da unten drin. Okay. Der ganz rechts, der wird mich nicht stören. Allerdings, wer mich noch stören könnte, ist die Wache da. Das heißt, die muss ich noch ausschalten. Wir verstecken uns mal schnell. Wer hat mich da gesehen? Ach, da ist noch eine Wache. Scheiße. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, die müssen wir gleich noch wegmachen. Da unten ist der Hauptmann. Das ist also kein Problem. Der konnte mich ja nicht mal sehen. Wie sollte der mich gerade sehen? Aber finde ich in Ordnung. Wenn der Typ jetzt hier hochkommt, kann ich den wegmachen und dann war's das. Zack. Siehste, selbst schuld. Der Typ ist weg und ich habe freie Bahn, auf den Typen da loszugehen. Tada! War jetzt nicht geplant, aber man sieht, man hat manchmal doch schon wieder sehr viel Glück hier in diesem Spielchen. So. Das ist ein Taschendieb, das ist mir egal. Klar, durch den würde ich Geld bekommen, aber ich habe gerade was anderes zu tun. So, dass der da aber auch so ganz alleine rumsteht, ist aber auch dumm. Attentat. So, jetzt weg hier. Weil jetzt will ich nämlich diesen Taschendieb doch kriegen. Wo ist er? Da oben drauf ist er. Den kriege ich. Ach, weißt du was? Komm, den lass mal in Ruhe. Der hat genug Probleme jetzt. So. Die Sünde des Ehebruchs. Blablabla. Ja. Die Sünde besonders, ne? Die Sünde des Ehebruchs, naja. Okay, auf geht's zum Borgia-Turm. Denn den haben wir doch auch wieder recht souverän ausgeschalten können hier. Domenico da Padova wurde getötet. Von wem wohl? Zünden Sie den Turm an. Ich war das natürlich nicht. Ja. Ich doch nicht. Niemals. Okay, den Typen da oben muss ich wohl doch noch ausschalten. Es tut mir sehr leid, aber es muss sein. Schieß. Wenn er nicht schießt, schieße ich. Das hätte ihm klar sein müssen. Diese ganzen Vögel schon wieder. Gut, dass die alle gleich verscheucht werden, wenn ich das Ding in die Luft jage. Aber gut, hey, was soll's? So. Ja, ja, du kannst ruhig noch weiter hoch. Okay, und zack, sind wir schon wieder oben. Können das Ganze hier erledigen. Anzünden! Ja! So höre ich das gerne. Acht von 24. Das macht es halt auch ein bisschen schwerer, hier überhaupt alles zu finden. Aber hey, was soll's. So, dann wollten wir jetzt noch den hier und den hier und den hier. Glaube ich, ne? Ich glaube, die drei wollten wir jetzt noch. Dann hier unten zum Erinnerungsanfang. Gut, legen wir los. Würde ich mal sagen, legen wir los. Haben ja auch wieder ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, wir könnten... Moment. Ich nehme hier erstmal die Bank. Erstmal hier die Bank, vielleicht haben wir ja ein bisschen was auf dem Konto drauf. Und jetzt, in diesem Moment, bekommen wir das Geld eingezahlt. Wenn schon das Geld von dieser Bank dabei ist, dann hätten wir plus 1680. Das wäre geil.
Glaube ich nur leider nicht. Wie viel haben wir denn drauf? Immer noch diese 48? Oh ne, 438. Oh. Ach ne, 340. Oh. Geld abheben. Boah, 778. Hammer. Wie viel kostet das jetzt? 900. La 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 la. La 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 la. Ich war das nicht. La 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 la. Ich stehle nicht. Nein. 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 Hey, Kollege! Hey, Kollege! Hey, genau du! Guck mal! Ist das scharf? Sorry, aber diese Frage muss ich stellen. Ist das scharf? Ich liebe diese Kugeln. Komm, bleib an. Komm, leg los. Hier sind Tote auf dem Platz, mehr aber auch nicht. Jetzt sollte ich aber auf 900 kommen, oder? Kommt schon. 15 und Kugeln. Ah, das wird knapp. Doch, der 45. Yes! Die Leute haben vernünftiges Geld dabei hier. So soll das sein. Und nochmal plus 27. Jetzt können wir uns das Ganze doch kaufen. Sehr schön. Tja. Für die Auferstehung Roms aus der Asche der Borgia mache ich vieles. So. Fabro ist der Schmied. Fabro. 1900. Es steigt von 48 auf 1900 in 45 Minuten. So soll das sein. Ja, die besten. Bla 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 bla. 40 Florin. Yay, 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 yay. Was? Es wurde Geld eingezahlt. Das habe ich genau gehört. Haha. Wenn ich Geld höre, ja, dann bin ich sofort da. Entschuldigung, aber das höre ich halt, das höre ich dann echt immer. Außer wenn ich gerade mitten in einem Kampf bin und gar nichts mehr checke, aber sonst merke ich das dann immer. Nee, warte, hier muss ich doch schon hin, aber hier kann ich auf dem Weg vielleicht was holen. Leeres Fraktionsgebäude, das können wir uns noch nicht holen. Das kommt erst noch. Okay. Die Richtung, jo. So, ich hoffe, dass dieses Mikrofon, was ich momentan benutze, auch nicht so schlecht ist, denn es ist ein Experiment wieder, wie so oft. Aber irgendwann kriege ich auch noch ein schönes, richtig geiles Mikrofon auf der Reihe, was ich mir kaufen kann. Glaub mir, das packe ich schon noch. 975. Da wird bald noch irgendwann wird so ein richtig schönes Mikrofon kommen. Nach den 1000 Videos, die ich ja beendet habe, was ich ja auch sehr geil finde. 1000 Videos, ey. Krass. Sollte ja irgendwann vielleicht auch mal was dazukommen an... Ja, vielleicht ein bisschen Geld, das man bekommt. Nein. Wäre aber geil. Ich meine, wer verdient nicht gern mit seinem Hobby Geld? Aber ohne Spaß wäre es auch scheiße. Zum Glück gibt es da solche Spiele wie Assassin's Creed, die einem Spaß machen. Oder Trackmania, wo ich mich mal wieder dran erinnert habe. Ach, was war das für eine Aktion? Bei irgendeiner Fahrt, ach egal. Das ist jetzt kein Thema für Assassin's Creed, sondern geht's hier weiter mit dem Erkunden. Wir haben hier noch einen weiteren Sportturm, ja. Spä. 3,50. Von meinen 9,15 kann ich das bezahlen. 3,50. So, 96 hat es uns gebracht. Naja, fast 100 Florin. Das ist nicht gerade wenig. Ja. Das wollte ich mir gar nicht angucken. Danke. Ich wollte auf die Karte. Ich wollte mich schauen, wo ich jetzt überhaupt hoch muss. Okay, das ist hier oben drauf. Okay. Okay, dann weiß ich Bescheid. Was die Leute hier manchmal für Schuss reden oder ja nicht mal mehr reden können. So.
Hier oben soll das wohl irgendwo sein. Jo, da hinten sehe ich schon, wo es sein müsste. Jo, das ist auch. Gut. Ein hoher Turm, Palazzo Senatorio. Und ich würde doch mal gerne wissen, was hat's mit diesen Sachen von Subjekt 16 auf sich? Das habe ich nicht in Brotherhood noch nie so rausgefunden oder habe ich mich nie so mit befasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch eine Feder.